Gut, dann dann kommen kommen wir wir zu zu einem einem anderen anderen Thema, Thema, ist ist eben eben schon schon angesprochen, angesprochen, die die Bildung. Bildung. Es Es geht geht gleich gleich um um Schulen Schulen und und die die Digitalisierung. Digitalisierung. Und Und zwar zwar haben haben wir wir gleich gleich zwei zwei Fragen Fragen hintereinander. hintereinander. Einmal Einmal aus aus Schulleitersicht, Schulleitersicht, Herr Herr Schießlick Schießlick aus aus Stockelsdorf Stockelsdorf ist ist früher früher Schulleiter Schulleiter gewesen gewesen und und stellt stellt die die erste erste Frage. Frage. Ja, Ja, die Digitalisierung Digitalisierung ist ist ein ein Thema, Thema, das das schon schon seit seit 40 40 Jahren Jahren mehr mehr oder oder weniger weniger intensiv intensiv diskutiert diskutiert wird. wird. Aber Aber was was ist ist eigentlich eigentlich mit mit der der notwendigen notwendigen Verbesserung Verbesserung der der Personalsituation Personalsituation in in den den Schulen Schulen und und in in den den vorschulischen vorschulischen Einrichtungen? Einrichtungen? Denn Denn der der Unterrichtserfolg, Unterrichtserfolg, die die Unterrichtsqualität Unterrichtsqualität hängt hängt ganz ganz entscheidend entscheidend von von den den Lehrkräften Lehrkräften ab. ab. Und Und wir wir können können noch noch so so eine eine gute gute Ausstattung Ausstattung haben, haben, wenn wenn das das Personal Personal nicht nicht in in der der Qualität Qualität stimmt, stimmt, dann dann werden werden wir wir auch auch nicht nicht die die erwarteten erwarteten Unterrichtserfolge Unterrichtserfolge und und Unterrichtseffekte Unterrichtseffekte erzielen erzielen können. können. Und Und wir wir fassen fassen die die Frage Frage noch noch zusammen zusammen mit mit der der nächsten, nächsten, und und zwar zwar einmal einmal aus aus Schülerperspektive. Schülerperspektive. Inzwischen Inzwischen ist ist der der Student Student eine eine Frage Frage von von Oskar Oskar Mayer. Mayer. Ja, Ja, genau. genau. Ich Ich habe habe 2021 2021 mein mein Abitur Abitur hier hier in in Lübeck Lübeck gemacht gemacht und und mir mir geht geht es es darum, darum, dass dass ich ich während während meiner meiner Oberstufe Oberstufe einen einen schon schon durchaus durchaus bedeutenden bedeutenden Teil Teil meiner meiner Zeit Zeit zu zu Hause Hause verbringen verbringen durfte durfte und und der der Jahrgang, Jahrgang, der der jetzt jetzt Abitur Abitur macht, macht, einen einen noch noch größeren größeren Teil Teil tatsächlich tatsächlich sogar. sogar. Und Und wir wir haben haben Zugeständnisse Zugeständnisse bekommen, bekommen, die die wurden wurden jetzt jetzt aber aber für für den den jetzigen jetzigen Abiturjahrgang Abiturjahrgang schon schon weniger weniger gemacht. gemacht. Meine Meine Frage Frage ist ist halt halt jetzt, jetzt, was was wollen wollen Sie Sie dafür dafür tun, tun, dass dass das das durch durch die die Corona-Pandemie Corona-Pandemie entstandene entstandene Lerndefizit Lerndefizit bei bei den den kommenden kommenden Generationen Generationen an an Schülern Schülern auch auch noch noch ausgeglichen ausgeglichen wird? wird? Ich würde Ich würde vorschlagen, vorschlagen, zwei zwei Fragen Fragen sind sind 2x30 2x30 Sekunden, Sekunden, sind sind eine eine Minute. Minute. Das Das klingt klingt fair. fair. Also Also Lerndefizit Lerndefizit durch durch Corona Corona und und eben eben auch auch vielleicht vielleicht unzureichende unzureichende Nutzung Nutzung von von digitalen digitalen Möglichkeiten Möglichkeiten und und Personalausstattung, Personalausstattung, unter unter anderem anderem auch auch für für Digitalisierung. Digitalisierung. Herr Herr Buchholz, Buchholz, legen legen Sie Sie los. los. Also, Also, Monika Monika kann kann die die Genauzahlen Genauzahlen besser besser runterbekommen, runterbekommen, wie wie viele viele Lehrer Lehrer wir wir angestellt angestellt haben haben in in der der letzten letzten Legislaturperiode. Legislaturperiode. Wir Wir haben haben ja ja an an zwei zwei Bereichen Bereichen tatsächlich tatsächlich echt echt Personal Personal aufgebaut aufgebaut in in den den letzten letzten 4,5 4,5 Jahren. Jahren. Redezeit Redezeit ausgelagert ausgelagert eben, eben, ne? ne? Redezeit Redezeit ausgelagert ausgelagert an an Sie? Sie? Würde Würde ich ich nie nie machen. machen. Monika, Monika, nimm das nimm das echt echt in in Anspruch. Anspruch. Also Also das das kommt kommt mir mir nicht. nicht. Nein, Nein, wir wir haben haben uns uns beim beim Landesrechnungshof Landesrechnungshof in in Wahrheit Wahrheit an an zwei zwei Stellen Stellen richtig richtig Arbeit. Arbeit. Wir Wir haben haben nämlich nämlich in in der der Tat Tat viel viel Personal Personal aufgebaut, aufgebaut, bei bei den den im im Bildungsbereich Bildungsbereich und und bei bei der der Polizei. Polizei. Da Da haben haben wir wir echt echt massiv massiv zugelegt. zugelegt. Das Das ist ist auch auch wichtig wichtig und und wir wir werden, werden, da da haben haben Sie Sie völlig völlig recht, recht, in in Zukunft Zukunft noch noch ein ein größeres größeres Problem Problem haben, haben, denn denn wir wir haben haben einen einen Altersdurchschnitt Altersdurchschnitt im im Bereich Bereich der der Bildung, Bildung, dass dass wir wir viele, viele, viele viele Abgänge Abgänge in in den den nächsten nächsten Jahren Jahren haben haben und und viele viele Menschen Menschen nachziehen nachziehen wollen. wollen. Und Und wir wir haben haben einen einen Lehrermangel. Lehrermangel. Wir Wir haben haben einen einen Lehrermangel, Lehrermangel, den den wir wir durch durch Attraktivierung Attraktivierung des des Berufsbildes Berufsbildes verbessern verbessern müssen, müssen, damit damit junge junge Leute Leute sich sich tatsächlich tatsächlich für für diesen diesen tollen tollen Beruf Beruf auch auch entscheiden. entscheiden. Denn Denn Sie Sie haben haben recht, recht, Digitalisierung Digitalisierung schafft schafft Möglichkeiten Möglichkeiten aber aber es es kommt kommt letztlich letztlich auch auch auf auf den den Lehrkörper, Lehrkörper, also also auf auf die die Menschen Menschen an, an, die die damit damit umgehen umgehen müssen. müssen. Die Die Chance Chance der der Individualisierung Individualisierung des des Lernens Lernens durch durch Digitalisierung Digitalisierung werden werden wir wir dann dann nur nur greifen greifen können, können, wenn wenn die die Lehrerinnen Lehrerinnen und und Lehrer Lehrer auch auch damit damit umgehen umgehen können. können. Corona-bedingte Corona-bedingte Ausfälle Ausfälle werden werden wir wir wieder wieder kompensieren kompensieren können können in in der der Zukunft. Zukunft. Ne? Ne? Da Da gibt gibt es es einfach einfach etwas, etwas, das das Abitur Abitur ist ist gemacht. gemacht. Jetzt Jetzt studierst studierst du. du. Hoffentlich, Hoffentlich, das das Defizit Defizit kannst kannst du du nur nur selber selber ausgleichen ausgleichen an an der der Stelle. Stelle. Wir Wir haben haben aber aber eins eins tatsächlich tatsächlich doch doch hinbekommen. hinbekommen. Und Und das das ist, ist, wir wir haben haben gesehen, gesehen, dass dass wir wir in in manchen manchen Bereichen Bereichen nicht nicht wirklich wirklich gut gut sind sind im im Bereich Bereich der der Digitalisierung, Digitalisierung, dass dass wir wir Nachholbedarf Nachholbedarf haben, haben, insbesondere insbesondere im im Bildungsbereich, Bildungsbereich, haben haben wir wir das das ja ja wirklich wirklich festgestellt. festgestellt. Da Da haben haben wir wir auch auch da da viel viel getan getan dafür. dafür. Digitalpakt, Digitalpakt, auch auch das das Abrufen Abrufen von von Geräten Geräten und und sonst sonst was was ist, ist, hat hat ja ja stattgefunden. stattgefunden. Da Da müssen müssen wir wir weiter weiter besser besser werden, werden, denn denn die die Digitalisierung Digitalisierung in in den den Schulen Schulen ist ist eine eine riesengroße riesengroße Chance, Chance, eine eine riesengroße riesengroße weitere weitere Möglichkeit. Möglichkeit. Ich Ich befürchte befürchte nur, nur, dass dass wir wir für für dich dich jetzt jetzt im im Nachhinein Nachhinein nichts nichts mehr mehr tun tun können an können an der der Stelle. Stelle. Herr Herr Lubis, Lubis, Digitalisierung, Digitalisierung, Lehrkräfte, Lehrkräfte, auch auch aus aus Schülersicht, Schülersicht, aus aus Lehrersicht, Lehrersicht, was was ist ist Ihr Ihr Plan? Plan? Also Also zunächst zunächst erstmal erstmal zu zu den den Defiziten. Defiziten. Ich Ich bin bin selbst selbst Vater Vater von von zwei zwei Kindern. Kindern. Der Der eine eine geht geht noch noch zur zur Grundschule Grundschule und und der der andere andere ist ist dann dann jetzt jetzt auf auf der der weiterführenden weiterführenden Schule. Schule. Und Und da da sind sind Riesendefizite Riesendefizite aufgelaufen aufgelaufen in in den den letzten letzten 2 Jahren.2 Jahren. Und Und die die kann kann man man gar gar nicht nicht kompensieren. kompensieren. Und Und das das kriegen kriegen Sie Sie auch auch Eltern, Eltern, als als Elternteil Elternteil gar gar nicht nicht hin, hin, da da irgendwie irgendwie im im Homeschooling Homeschooling das das zu zu machen. machen.
Die Wahrheit sieht anders aus. Viele Lehrer werden auch krank, sind krank, ist auch normal, sodass dann doch immer viele Stunden auch ausfallen an den Schulen. Und ja, es müssen mehr Lehrer eingestellt werden. Das ist völlig klar. Das hat der Buchholz richtig skizziert. Gerade viele ältere Jahrgänge werden jetzt ausscheiden. Wir brauchen, der Bedarf an Lehrern ist weiterhin hoch und noch höher. Kann man junge Menschen nur ermuntern, diesen Beruf zu ergreifen, zu studieren. Sie werden auf jeden Fall einen Job bekommen. Ja, und eine leistungsbezogene Vergütung kann man ja vielleicht auch anbieten. Man kann ja auch gucken, ob man vielleicht noch ein paar Lehrer aus anderen Bundesländern vielleicht abwerben kann in den Norden. Monika Heinold, die Sicht der Grünen auf diese Themen, Bildung. Genau, Kinder brauchen Zeit. Das haben wir auch versucht mit den Schulen zu besprechen, ob eben beispielsweise ein Jahr nochmal zusätzlich gemacht werden kann, damit eben Lerndefizite ausgeglichen werden können, Unterstützung in den Schulen. Wir haben die Perspektivschulen ausgebaut, wollen die weiter aufbauen, also insbesondere auch in die Stadtteile und Orte gehen, wo besondere Unterstützung notwendig ist, da mehr Fachkraft auch reinstecken. Und wir haben, Sie haben ja gesagt, von der frühkindlichen Bildung bis zur Bildung insgesamt, der Vorschule mehr Personal. Wir wollen in der Kita von 2 auf 2,5 Fachkräfte hoch. Dazu müssen wir aber die Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten so machen, dass die Erzieher, Erzieherinnen dort auch die Arbeitsbelastung aushalten. Da ist also Entlastung notwendig. Und bei den Schulen, ich meine, es sind ungefähr 1000 Stellen, die wir geschaffen haben, aber die Herausforderung ist zurzeit weniger die Anzahl der Stellen, sondern dass wir keine Menschen finden. Und deshalb haben wir als Landesregierung eine Allianz für Lehrkräftebildung auf den Weg gebracht. Dort arbeitet Wissenschaft, Schule, alle Beteiligten sitzen an einem Tisch und überlegen, wie wir mit Quereinstieg, wie wir mit Menschen, die zwar noch keinen Master haben, aber in der Schule schon unterrichten, wie wir dazu beitragen können, dass einfach Personal vor Ort in der Schule ist. Da müssen wir ein bisschen flexibler und kreativer werden, die Anerkennung von Berufsabschlüssen auch von Ausländischen. Also es ist viel zu tun. Es geht darum, Menschen in Schulen zu holen. Die Debatte hat sich da ein bisschen verändert und ich teile das, was Sie sagen. Das ist die absolute Grundlage dafür, dass wir eine gute Zukunft haben bei den Kindern. Digitale Unterrichtsmethoden, das ist ja auch durch solche Zuschaltungen hier sichtbar, Herr Günther, wie wir sie gerade jetzt mit Ihnen vollziehen. Was ist die Auffassung von Ihnen und der CDU? Ja, das sind ja ein paar Themen, die da angesprochen waren. Das Wichtige ist, dass wir sehr viel auch für Lehrerplanstellen gemacht haben in diesem Jahr und mitnichten uns nur in Anführungsstrichen auf DAZ-Klassen konzentriert haben, was übrigens auch wichtig ist, sondern so wie Monika Heinert das beschrieben hat, in allen Bereichen, auch im letzten Jahr nochmal in den beruflichen Schulen. Wir haben 250 zusätzliche Stellen auch für Digitalisierung geschaffen, damit wir in dem Bereich auch vorankommen und haben insgesamt sichergestellt, dass wir eine Unterrichtsversorgung von über 100% haben in den Schulen in Schleswig-Holstein. Es gibt natürlich Unterrichtsausfall, weil Kolleginnen und Kollegen krank werden, aber wir haben eine Menge in dem Bereich getan, ohnehin auch für Digitalisierung, damit wir in den Schulen hier auch Möglichkeiten haben, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Und ja, natürlich gibt es Lernrückstände durch Corona. Dafür gibt es Aufholprogramme, die wir auch im Land haben und wo wir bestmöglich versuchen, dass möglichst wenig Lernrückstände am Ende der Schulzeit auch übrig bleiben. Herzlichen Dank, Lars Harms, die Auffassung des SSW zu Digitalisierung und Unterricht. Ja, fangen wir mal mit dem Unterricht an. Wir können feststellen, dass wir tatsächlich nicht alle Stellen besetzen können. Also wir haben ja die Stellen geschaffen, haben ja auch gemeinsam für gestimmt, da sind auch alle drüber einig, aber wir kriegen sie nicht besetzt. Warum kriegen wir sie nicht besetzt? Es mag in Einzelfällen an Attraktivitätsfragen liegen, aber vor allen Dingen daran, wie die Leute entlohnt werden. Wenn ich in Ahrensburg bin und ich habe die Wahl zwischen in Hamburg oder Schleswig-Holstein Lehrer zu sein, dann gehe ich nach Hamburg, weil die kriegen Weihnachtsgeld, die Schleswig-Holsteiner nicht. So, das heißt, in Schleswig-Holstein hat gleich 8% weniger Lohn als alle anderen im Bereich. Das macht natürlich die Gegenden attraktiv. Das heißt, wir müssen uns dringend mit unseren Beschäftigten zusammensetzen, gleich am Anfang der Wahlperiode, um das wieder aus der Welt zu schaffen. Das gilt übrigens nicht nur für Lehrer, sondern auch für Polizisten, Juristen, öffentliche Bedienstete. Da sind viele, die da im
den Nachteil haben. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, Digitalisierung. Wir müssen sehen, dass auch jeder Schüler und jede Schülerin auch in der Lage ist, dem Unterricht folgen zu können. Das heißt, es muss auch die entsprechenden, müssen auch die entsprechenden Gerätschaften zur Verfügung gestellt werden, und zwar kostenlos. Wenn jemand sein eigenes Gerät nutzen will, darf er oder sie das tun. Aber jemand, der kein Geld hat, der Familie kein Geld hat, soll genauso an der Digitalisierung partizipieren können wie alle anderen. Und wir müssen vor allen Dingen Didaktik-Schulung machen. Bisher sind wir immer noch alle analog unterwegs, auch die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist kein Vorwurf, sondern das müssen wir lernen. Und da müssen wir in der Fortbildung besonders dann eben auch entsprechend investieren. Herr Lossemüller, die Auffassung der SPD Schleswig-Holstein. Die Fragen hängen ein bisschen zusammen. Wir müssen den Lehrerberuf attraktiver machen. Wir erleben jetzt ja auch gerade in diesem Raum 5 Techniker, die uns dabei unterstützen, dass wir hier digital zusammen sind. Aber von unseren Lehrerinnen und Lehrern erwarten die, dass sie das irgendwie alles selbst können und selbst machen. Schulleitungen alleine gelassen. Die SPD will einen ganz neuen Weg gehen. Wir wollen eine IT-Abteilung aufbauen, die wirklich IT kann. Nicht an jeder Schule 1 bis 2, sondern eine zentrale Einheit, damit das effizienter ist. Wir müssen nicht an jeder Schule entscheiden, welches Videokonferenzsystem jetzt das Beste ist, welche Laptops wir beschaffen, um das zentral anzubieten, so wie das jedes Unternehmen macht. In jedem Unternehmen gibt es eine IT-Fachabteilung, damit die anderen ihren Job machen können. Das ist etwas, die wir Lehrerinnen und Lehrer unterstützen können. Dass das wichtig ist und uns auch hilft, Fachkräfte zu rekrutieren, sehen wir, dass wir so eine hohe Teilzeitquote haben. Ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die gar nicht Vollzeit arbeiten, weil sie sagen, die Belastung ist zu groß. Ich muss mir das anders organisieren. Da können wir was machen, indem wir bei der IT unterstützen. Da können wir aber natürlich auch was machen, dass die vielen Themen, die jetzt in der Schule abgeladen werden, also die vielen Probleme, die Kinder auch wieder von zu Hause mitbringen, dass wir da besser unterstützen mit Schulpsychologen, mit Schulsozialarbeit, bei dem Weg in den Ganztag an den Grundschulen, dass wir das so vorbereiten, dass wir da wirklich Unterstützungssysteme haben, damit der Beruf des Lehrers und der Lehrerin einfach das ist, was die Menschen machen wollen, sich nicht um alles andere herum kümmern müssen. Und ich finde, ein bisschen Anerkennung ist auch wichtig. Unser Eindruck ist, dass insbesondere das Thema Arbeitszeitflexibilisierung ganz wichtig ist an der Stelle. Und zum Thema kostenlose Laptops kommen wir wahrscheinlich nochmal. Vielen Dank. Wichtiges Thema, haben wir gemerkt, gibt es viel darüber zu reden und es wird sicher auch weitergehen. Ich hoffe ja, ohne Schulschließung, wir werden das im Herbst erleben. Wir bleiben bei der Digitalisierung und begrüßen